und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von Übertreibung eure Technik beim Blockflötespiel verbessern könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Nutze die Kraft der Übertreibung. Nein, wir machen hier gar nichts Esoterisches oder so hier, sondern wir werden einfach ein bisschen in die falsche Richtung übertreiben bei unserer Technik fürs Blockflötenspiel, um es danach umso besser und richtig zu machen. Ihr hört ja für euer Blockflötenspiel Tipps oder wisst, wie ihr es richtig machen sollt, dass man gerade stehen soll, dass man die Finger locker haben soll, dass man auch noch mit dem Zungenstoß irgendwas machen soll. Viele Dinge wisst ihr, aber wenn ihr selbst spielt, ist euch manchmal nicht ganz klar, zum Beispiel, stehe ich denn jetzt gerade genug oder stehe ich zu weit nach hinten oder nach vorne? Mache ich das richtig mit dem Zungenstoß oder müsste ich da Unterschiede machen? Wenn wir sagen zum Beispiel, wir haben eine Skala wie bei einem Thermometer und man würde sagen, also bei 0 Grad zum Beispiel ist es ganz okay, euer Spiel, was Fingerhaltung, Artikulation, Tongebung, Atem und so weiter betrifft. Bei minus, ich sag mal bis minus 50 sind dann Sachen nicht so okay. Minus 30 ist es noch ein bisschen besser nicht okay und minus 5 seid ihr vielleicht ganz nah dran an einem okay. Und nach oben hin natürlich plus 50 könnte dann sein 50 Profiniveau und dazwischen gibt es auch alle möglichen Schattierungen. Und was wir jetzt machen möchten, also was ich jetzt mit euch machen möchte, ist auf dieser Skala in die Minusbereiche gehen, so stark wie es geht, weil man dann einfach richtig gut spürt, wie es falsch ist. Man spürt es im Körper, man kann es hören bei bestimmten Dingen, kommen wir gleich noch drauf. Und dann ist es einfacher, das Gegenteil zu erreichen, weil man sozusagen die beiden Extreme mal kennenlernt. Und da fangen wir mal an mit der Haltung des Körpers. Da kann es passieren, dass ihr anstatt gerade zu stehen, zu weit nach vorne geneigt spielt. Das ist eigentlich das, was man am häufigsten sieht. Also zu weit vornüber gebückt, sage ich mal. Und das könnt ihr ruhig mal total übertreiben, indem ihr erstmal im Stehen völlig übertrieben nach vorne spielt. Und was auch manchmal vorkommt, dass Blockflötenspielerinnen und Spieler leicht nach hinten geneigt stehen. Das hat auch mit der Kopfhaltung zu tun, da komme ich gleich noch drauf. Also probiert das einfach mal aus, kommt euch bitte nicht blöd vor, probiert es mal aus, wirklich total übertrieben in beide Richtungen und dann pendelt ihr euch ein in so einer angenehm sich anfühlenden Mitte, wobei man immer darauf achten muss, man hat seine Gewohnheiten und die fühlen sich dann gewohnt und gut an. Also wenn ihr immer vorne übergebeugt spielt irgendwie, dann ist das natürlich, fühlt sich das irgendwie auch gut an. Da wäre es gut, wenn ihr entweder jemand anders mal drauf schauen lasst, wenn ihr spielt, oder wenn ihr euch aufnehmen könnt, so wie ich das hier auch mache. Ja, jetzt habe ich ja eben die Kopfhaltung erwähnt. Also was man oft sieht bei Blockflötenspielern ist, dass der Kopf zu weit runterhängt und dann habt ihr zwischen dem Kinn und dem Brustkorb eigentlich zu wenig Platz. Und was man dann auch häufig sieht, ist, dass die Blockflöte als Kompensation dann wieder höher gehalten wird. Also ihr müsst genau, also das auch das mal übertreiben, ja, also wirklich bis das Kinn euren Körper fast berührt, wenn ihr das hinbekommt und dann auch mal in die entgegengesetzte Richtung, den Kopf etwas in den Nacken fallen lassen und das wirklich auch total übertreiben. Und das ist auch was, was man sehr oft sieht bei Blockflötisten älteren Datums, wenn man eine Lesebrille nämlich braucht mit so einem geteilten Abschnitt, muss man irgendwie hier unten durchgucken und dann sieht man halt so ein bisschen das mit dem Kopf nach hinten.
Und das lässt sich natürlich zum Teil nicht verhindern wegen der Brille. Da muss man sich gut einrichten. Vielleicht hilft es, weiter wegzustehen. Ist natürlich dann mit dem Gucken mit der Brille auch wieder nicht so leicht, aber versucht wenigstens darauf zu achten. Ja, dann brauchen wir zum Blockflötespielen natürlich die Arme. Und da ist eher so der Fall, dass sie zu nah anliegen. Also übertreibt das mal total, dass ihr die richtig an den Körper quetscht, richtig dran drückt. Könnt auch mal versuchen, so Blockflöte zu spielen, wirklich. Und dann lasst ihr los und merkt, wie angenehm das dann ist. Und natürlich auch mal in die andere Richtung übertreiben. Da ist dann bei Kindern immer der Klassiker, wenn ich sage, du hast die Arme zu nah, ein bisschen nah am Körper, mach mal die Arme ein bisschen höher, dann machen die alle dieses völlig übertriebene. Ist aber gut, die machen das eigentlich richtig, die Kinder, denn das machen wir ja heute auch hier. Und das hilft immer, um dann eben auch so eine Stelle für die Arme zu finden, wo sie locker vom Körper entfernt sind, aber nicht krampfhaft hochgehalten werden müssen. Was auch noch schief gehen kann, sind eure Beine oder eure Füße. Und zwar, dass ihr so sehr auf einem Bein stützt und das andere völlig entlastet. Ich weiß, es gibt sowas wie Stand- und Spielbein. Ich halte das beim Blockflötespielen aber nicht für sehr günstig. Also versucht auch hier mal total zu übertreiben in jeweils in beide Richtungen und am Schluss euch schön in der Mitte einzupendeln mit dem Gefühl, dass ihr richtig Erdenkontakt habt mit beiden Füßen komplett. Also dass ihr auch nicht nach vorne geneigt spielt, dass ihr fast nach vorne kippt, aber auch nicht so nach hinten nur auf den Fersen ruhend, weil dann habt ihr wieder dieses nach hinten gelehnte, ja? Eigentlich so, dass wenn jetzt jemand vorbeikäme und er würde euch so ein bisschen anschubsen, dass ihr nicht gleich umfallen würdet. Also das probiere ich auch manchmal mit Schülern aus. Die müssen dann spielen. Ist natürlich sehr gefährlich, wenn man die Flöte im Mund hat, dass man nicht ein paar Zähne verliert. Ich gehe da nämlich hin und schubse so ein bisschen an. Die sind aber vorbereitet, also die Zähne bleiben drin. Auf jeden Fall auch das mal übertreiben. Und erst wenn man dieses Falsche sozusagen richtig gut gefühlt hat und man merkt, wie instabil man dann eigentlich steht und wie sehr das vielleicht auch auf die Atemtechnik drückt sozusagen, desto besser kann man es dann richtig machen. Und dann lockere Finger hätten wir natürlich gerne beim Blockflötenspielen. Und wir müssen ja trotzdem irgendwie die Flöte festhalten bzw. stützen. Und da können wir auch mal völlig übertreiben, nämlich die Finger richtig fest draufdrücken und wieder loslassen und wieder draufdrücken und loslassen. Und das einfach mal bewusst spüren, wie angenehm das ist in dem Moment, wo man die Finger dann locker lässt. Und das ist typisch sowas, was super ist, wenn man das so übertrieben übt. Denn wenn ich spiele und mein Lehrer oder meine Lehrerin sagt mir, deine Finger müssen lockerer sein, ja, dann weiß ich ja nicht, wie es sich anfühlt, wenn sie nicht locker sind. Ich kenne ja nur das, so wie ich spiele, und einfach lockerer kriege ich nicht hin, wenn ich nicht erstmal gefühlt habe, wie es noch fester sein kann. Wenn ihr erstmal übertreibt und sie sehr fest drauf macht, dann fühlt ihr diesen Moment, wo die Finger locker werden. Und das könnt ihr dann auch anwenden, wenn ihr in eurem gewohnten Modus spielt, wo die Finger vielleicht nicht ganz locker sind. Und dann könnt ihr euch erinnern, ah, so war das. Und dann könnt ihr auch bei diesem Mittel nicht lockeren Spiel könnt ihr dann etwas lockerer lassen. Das gleiche könnt ihr dann machen für die Fingerbewegung, also wie weit die Finger weggehen von der Flöte, wenn ihr Töne spielt. Übertreibt da auch mal total. Also macht mal wirklich zu große Fingerbewegungen, wirklich völlig übertrieben. Und dann versucht ihr mal danach ganz kleine Mäusebewegungen zu machen, also dass die Finger so nah wie möglich an den Grifflöchern bleiben. Es geht darum, dass man sensibilisiert wird für diesen Unterschied. Ja, ich kann das so machen, ganz weit weg. Da gibt es aber noch ganz viel Spektrum dazwischen. Und damit einfach mal zu experimentieren und man bekommt dann mehr Feingefühl in den Fingern. Häufig ist ein Problem, dass die Finger zu schief gehalten werden und man deshalb nicht so schnell spielen kann, wie man gern würde und auch nicht so locker. Und
Auch das könnt ihr mal übertreiben und total hochschieben die Finger. Ihr könnt sie auch mal in die untere Richtung schieben. Das habe ich jetzt eigentlich noch nie gesehen bei jemandem, dass jemand mit zu weit nach unten geschobenen Fingern spielt. Häufiger ist dieses Schiefe nach oben und das bringt natürlich Verkrampfung rein und die Finger sind nicht so beweglich. Was dann auch häufig das Problem ist, ist der linke Daumen, um die Halbtöne, also nicht die Halbtöne, die Halblöcher zu greifen für die hohen Töne. Wenn das nämlich zwischen Daumen und Zeigefinger dadurch so gequetscht ist, dass ihr die Finger schief haltet, habt ihr keine Beweglichkeit in eurem linken Daumen für diese Daumentechnik. Also auch hier mal völlig übertreiben und wieder diese Entspannung fühlen, wenn ihr wieder zurückschiebt. Und man kann kaum, vor allem bei größeren Flöten mit super kerzengeraden Fingern spielen, die genau im rechten Winkel zur Flöte sind. Aber auch hier geht es wieder um eine Tendenz und darum, dass ihr einfach überhaupt mal spürt, wie der Ausschlag auf unserem Thermometer hier sein könnte. Als letzten Punkt wollte ich euch mal vorschlagen, zu übertreiben mit der Tongebung, also wie ihr die einzelnen Töne blast. Es ist ja so, dass man bei der Blockflöte im Prinzip strebt nach einem gerade geblasenen Ton, denn es ist ja bei diesem Instrument so, sobald ich leiser blase, wird der Ton tiefer und wenn ich lauter blase, wird er höher. In gewissen Nuancen kann man da noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel einen Ton mit Messa di Voce spielen, also dass man ihn so ein bisschen zarter anfängt und aufblühen lässt und zurückgehen lässt. Aber ich würde erstmal vorschlagen, wir gehen jetzt aus von dem geraden Blockflötenton, wie er eigentlich die Basis ist. Und das ist ja gar nicht so einfach, den zu spielen, dass er stabil klingt, dass er kein Zittern und Bibbern drin hat und vor allem am Tonende nicht absinkt. Und genau dieses Absinken, würde ich euch vorschlagen, könnt ihr auch mal üben. Ihr spielt Töne und lasst die mal extrem absinken am Schluss, bis sie fast so runtergehen, dass es schon die Übung mit dem Piep wird, die ich euch ja mal gezeigt habe. Und dann würde ich einfach mal übungshalber eine Wellenbewegung üben, dass ihr ein und denselben Ton rauf und runter gehen lasst. Also der ist das Gegenteil von gerade dann. Und das ist übrigens auch eine super Vorübung, wenn ihr das Atemvibrato lernen wollt. Problemchen kann auch manchmal sein, die gesamte Lautstärke eures Spiels. Es kann sein, dass es zu dünn klingt sozusagen, irgendwie zu leise, ihr irgendwie mehr Klang machen wollt, aber das nicht hinbekommt. Oder in selteneren Fällen, dass jemand viel zu laut spielt. Das ist eigentlich eher bei Kindern der Fall. Bei Erwachsenen ist es oft so, die sind vorsichtiger, die trauen sich nicht und die blasen dann eigentlich zu leise, was schade ist, weil sie oft viel mehr Kapazität für ihren Ton hätten. Und da gehen wir auch hin und übertreiben mal total, spielen alles mal viel zu leise. Und dann natürlich auch mal richtig schön laut, ruhig übertrieben und ja, sonst könnt ihr den Unterschied nicht spüren beim Spielen. Dann pendelt ihr euch ein auf eine schöne mittlere Lautstärke und versucht gut zu hören, wenn ihr zum Beispiel in der Regel eher leise blast, wenn euch das vielleicht gesagt wird von eurem Lehrer oder eurer Lehrerin. Versucht darauf zu achten, dass ihr euch, wenn ihr meint, ihr seid jetzt in der Mitte irgendwie nach diesen übertriebenen Übungen, dass ihr euch nicht doch wieder diesem zu leisen annähert. Da hilft es auch, wenn man sich mal aufnimmt mit dem Handy zum Beispiel.
oder jemand hören lässt. Der letzte Punkt zum Übertreiben wäre die Artikulation oder auch der Zungenstoß beim Blockflöte spielen. Da ist es ja gut, wenn ihr Unterschiede macht, also nicht alles nur mit dü 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 Anstoß oder mit tü 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 tü. Es gibt noch viel mehr Artikulationssilben, je nachdem auch welche Sprache man spricht. Ich beschränke mich jetzt aber auf diese beiden, also eine weichere und eine härtere Artikulation oder auch Zungenstoß. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht wisst, ja, wo kann ich denn, wo soll ich denn weicher und wo härter artikulieren, dann könnt ihr dazu natürlich ganz viel lernen noch, aber ihr könnt einfach mal ausprobieren, wenn ihr alles nur mit Tü, Tü, Tü artikuliert, also richtig hart und auch mal total übertrieben, wie das dann klingt. Und bevor ihr jetzt sagt, ja, das klingt schrecklich, also mache ich dü dü dü, würde ich euch empfehlen, mal konsequent ein super weiches dü 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 zu machen im ganzen Stück. Also wirklich so weich, dass man meint, ihr habt irgendwie eine Spritze beim Zahnarzt gehabt und ihr fühlt hier nichts mehr und ihr könnt nur noch dü 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 machen. Und dann spielt ihr das Stück mal so. Und dann stellt sich raus, klingt auch nicht optimal. Von daher ist es natürlich super, wenn ihr das abwechseln könnt. Und wo ihr das genau machen müsst, das würde jetzt zu weit führen. Da könnt ihr einfach auch mal ausprobieren. Es geht jetzt nur darum, dass ihr beide Extreme einfach mal spielt. Ja, das waren meine Ideen, wie ihr mit Übertreibung eure Technik verbessern könnt. Ich bin gespannt, ob sich diese Ideen bei euch bewähren. Und ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr damit was anfangen könnt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich. Und ich sage bis nächsten Freitag. Tschüss.